Moin Moin alle zusammen. Wie ihr seht, befinde ich mich auf einem anderen Account diesmal. Und zwar, einige von euch wissen es ja, Lino hat mir vor geraumer Zeit mal das Angebot gemacht, dass ich doch auch auf seinen Account ein bisschen schauen könnte. Bezüglich Videos etc., weil der ein paar Pokémon hat, die ich nicht habe zum Testen und so weiter. Und das Angebot habe ich natürlich dankend angenommen. Insofern befinden wir uns heute auf Linus Account. In diesem Video wird es sich um Sun and Moon Necrozma drehen. Und vorab möchte ich noch sagen, ich werde meine ganze persönliche Meinung dazu sagen, wie ich sie spielen würde. Pipapo werde ich alles nennen. Ich werde aber visuell nicht so krass drauf eingehen, weil der Lino mich darum gebeten hat, nicht unbedingt alles zu zeigen, was er so hat an Push etc. etc. Und das berücksichtige ich auch. By the way, das hat mich gerade 3-4 Anläufe gebracht, dieses Wort auszusprechen. auf jeden Fall, wie immer, wollen wir nicht lange schnacken. Fangen wir direkt mal an. Ich habe mal jetzt ganz grob nur ein Team gebastelt, ignoriert dabei Latios, weil hier gleich zuallererst, theoretisch spielt man diese Pokémon zusammen. Es ist ein Doppel-Duo-Team halt, also wie die Kyurems oder auch wie normale Overlord-Säuger Leo oder Lunala etc. Sie haben Effekte, wenn sie zusammen auf dem Feld sind. Demzufolge ist in der normalen Spielweise der dritte Supporter völlig irrelevant. Wichtig hierbei ist einfach nur einen Supporter zu picken, der beiden hilft, wie Ho-Oh, Celebi, von mir aus auch Fokuslicht, Regirock, Groudon etc. etc. Demzufolge gehe ich hier auf diese Teamkonstellation nicht weiter drauf ein. Würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal an. Wie bekommt man die beiden überhaupt? Auf der deutschen Version bekommt man sie aktuell nur für Geld in einem Event, wo man am meisten Geld zahlen muss, damit man danach die Charts bekommt. So, und hier ist nämlich das große Problem. Auf der deutschen Version ist das aktuell einfach eins der teuersten Teams überhaupt. Ein Haufen Geld ausgeben könnt, damit ihr im Endeffekt die Pokémon entwickeln könnt. Für die Entwicklung ist wichtig, dass ihr einen Solgaleo und auch einen Lunala in nicht geblitzter Form habt. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten müsst ihr dieses Cash-Event gewinnen. Es war bis vor kurzem auch noch so, dass ihr das Cash-Event zweimal gewinnen musstet. Ob es immer noch so ist, weiß ich nicht, weil sich die Events immer wieder ändern. Ihr benötigt halt 150 Items pro Pokémon, also insgesamt 300. Deswegen zeige ich euch am Ende auch nochmal eine Variante, wie man theoretisch das Team billiger spielen könnte. Wollen wir nicht lange schnacken, gehen wir dann mal noch auf die Fähigkeiten ein. Und zwar wichtig hierbei ist erstmal zu wissen, Moon Necrozma, also Lunala, ist dafür zuständig, die Verteidigung zu buffen und Solgaleo ist dafür zuständig, den Angriff zu buffen. Im Endeffekt ist das wie folgt. Wir gehen mal hier auf die Spezialfähigkeiten ein. Die erste für Spezialfähigkeit von Solgaleo. Wenn beide Necrozma auf dem Feld sind oder beziehungsweise weniger als 50% KP aufweisen, sind sie erneut dran. Punkt. Das ist extrem stark. Die zweite Fähigkeit wäre in diesem Fall, erhöht die Agilität von beiden um 50%, was sehr viel ist, und reflektiert Statusprobleme. Extrem wichtig zu wissen, sie sind nicht immun, sie reflektieren nur. Deswegen können sie auch paralysiert werden von einem Raikou oder auch gestunt werden von einem Damioplex etc. Sie sind nicht komplett immun, aber sie können natürlich extrem viel reflektieren und sind dadurch immer noch sehr meta. Bei Moon sieht es wie folgt aus. Bei Moon ist es im Endeffekt so, dass wenn sie weniger als 50% KP aufweisen, steigt die Schadensreduktion um 50%. Das heißt, sie erhalten 50% weniger Damage und sie wandeln 50% ihres eigenen Schadens in 50% KP um. Bei der zweiten Ability ist es eigentlich so, nur zu Rundenbeginn setzen sie einen Effekt frei und die gegnerischen Ziele können keiner ihrer Attribute erhöhen. Ihr seht schon, hier sind die Werte sehr defensiv und bei Sun ist es halt doch sehr offensiv. Kommen wir zu der Passiv, die ist bei beiden gleich. Die Passiv sagt im Endeffekt nur aus, dass ihr euer Damage, eure Initiative und auch die Schadensreduktion erhöht, solange beide auf dem Feld sind. Ist erstmal ganz nett, aber ihr seht schon, die Werte sind nicht krass insane. 10% Initiative könnt ihr, ja okay, mein Gott, weg damit. 15% Schadensreduktion ist ganz nett, aber auch nicht unbedingt wichtig, und 20% Angriff, ja, okay. Ulti und Single-Target-Attacken sind eigentlich gleich, haben nur verschiedene Typen. Ich blende sie jetzt mal hier ganz kurz ein, könnt ihr euch ja mal durchlesen. Könnt ihr aber in-game sowieso durchlesen, und dem ja egal.
Bei Sun genau dasselbe nochmal. Lediglich die Attackentypen unterscheiden sich. Bei der Spielbeispielsweise ist es hier wichtig, dass die zwei Single-Target-Attacken, also Psycho-Klinge jetzt bei Sun, Spiegelsalbe bei Sun und bei Moon ist es halt Dunkelklinge und auch Psycho-Klinge, die setzt man fast nie ein. Man setzt eigentlich immer nur Photon-Geysir ein. Warum das Ganze? Weil, wenn Photon-Geysir ein zweites Mal getroffen hat, wird der Schaden um zuzüglich 200% erhöht. Das ist auch die einzige AOE-Attacke, das heißt, ihr könnt das gegnerische Team theoretisch zermürben, indem ihr immer wieder dieselbe Attacke spammt. Zwischendrin setzt ihr die Ulti ein. Die Ulti macht erhöhten Schaden, wenn die gegnerischen Ziele irgendeinen Kontrolleffekt auf sich haben und ist bei Moon eine Typ Geisterattacke und bei Sun eine Typ Stahlattacke. Und auch hier seht ihr schon wieder einen gravierenden Unterschied. Und zwar die Attackentypen. Stahlattacken sind immer noch extrem Meta, Geisterattacken jedoch nicht. Das ist auch ein großer Punkt, warum Moon eigentlich nicht so geil ist wie Sun. Hinzu kommt etwas, was nicht dasteht. Wenn wir hier die Werte mal vergleichen: Spezialverteidigung 116, Verteidigung 104. Und hier ist es eigentlich nur umgekehrt. Es hat sogar weniger Spezialverteidigung. Und dennoch hält Sun aus irgendeinem Grund deutlich mehr aus als Moon. Mit diesen ganzen Infos gehen wir mal jetzt in einen Probekampf und schauen uns das Ganze mal kurz an. So. Und dann zeige ich euch mal kurz die Spielweise, die wirklich relativ simpel ist. Also eigentlich total easy. Photon-Geysir klärt die Schutzgeister. Erster Stack ist drauf. Seht ihr anhand dieses Zeichens hier. Das ist das Zeichen, dass ihr den ersten Photon-Geysir drauf gemacht habt. Jetzt hat der zweite Photon-Geysir automatisch schon erhöhten Damage. Ihr seht, die Cubes sind gepusht. Da merkt man es vielleicht nicht unbedingt bei den anderen. Es ist einfach instant gefallen. Theoretisch würde man jetzt die Ulti einsetzen, weil die Ulti volles erhöhten Schaden macht. Die Gegner haben im Normalfall jetzt auch schon einen Stack auf sich. Kyurem ist natürlich ein schlechtes Beispiel, weil sie immun sind, aber alle anderen Pokémon würden jetzt theoretisch schon Debuffs etc. erleiden und demzufolge würde die Ulti mehr Schaden machen. Man könnte jetzt natürlich auch weiter einfach Photon-Geysir machen. Ihr seht, das macht erhöhten Schaden. Machen wir auch nochmal. Problematisch wird es jetzt hierbei, und zwar passt mal auf. Ja, na, wir lassen ihn noch mal kurz drankommen. Wir machen noch mal Photon-Geysir. So, er ist noch mal kurz dran. Hat sich voll geheilt. Wir setzen jetzt hier einmal die Ulti ein. Ihr seht, wir haben jetzt, ja, so im Schnitt 70 Schaden, 70% Schaden ungefähr gemacht. Gehen Sie aber das andere Kyurem mit der Stahlattacke, es ist One-Hit. Das ist so der gravierende Unterschied. Moon ist jetzt hier erstmal nur Platzhalter eigentlich. Eigentlich ist es nur Platzhalter. Ja, es bufft die Verteidigung, dadurch stirbt Sun unbedingt nicht schneller. Aber ansonsten ist es ein sehr teurer Platzhalter. Also es gibt wirklich gute Alternativen dazu. Deswegen spielt man das Team auf der deutschen Version so eigentlich auch tatsächlich gar nicht, weil es zu teuer ist. Ihr zahlt zu viel Geld dafür. Und wie man das ganze Team jetzt theoretisch spielt, in einer, ich sag mal, vergünstigeren Variante, zeige ich euch jetzt. Eigentlich spielt man nur Sun. Mit Latios und Latias zum Beispiel wäre ein ziemlich guter Counter gegen sehr viele Teams. Einfach aus folgendem Grund. In Kombination mit diesem Support ist es so, dass Latios und Latias einmal ihre Aufgabe erfüllen, sie buffen Sun und sie geben ihm ein Leben. Gleichzeitig verrecken sie früher oder später definitiv gegen die Kyurems und spätestens dann kann man zweimal Mewtwo Support werfen. Dieser Bonus bleibt dauerhaft und wenn man mit diesem Mewtwo Support es schafft, dass das gegnerische White mit der Feuerattacke euer Moon nicht töten kann, dann habt ihr eine sehr, sehr hohe Chance, dass euer Moon tatsächlich auch gewinnen kann gegen Rezo Black and White. Das ist eigentlich schon der ganze Zaubertrick. Man könnte jetzt Latios und Latias austauschen für x-beliebige Pokémon, die zusammen supporten. Zum Beispiel könnte man jetzt hier auch einfach ein Ho-Oh, ein Victini nehmen. Es sieht total strange aus, aber es wäre machbar. Man könnte auch hier von mir aus ein Fokuslicht-Pokémon nehmen, wie die Groudons oder Regirock etc. etc. Das ist tatsächlich alles machbar. Man könnte sogar ein Heatran-Team spielen. Das Heatran-Team hat ja oftmals das Problem, dass wenn Heatran niemanden fressen kann, weil Stacky Moon etc., dann ist das nutzlos, das Team. Sun kompensiert das ein bisschen, weil Sun halt in diesem Team auch Typ Stahl ist, demzufolge Heatran auf jeden Fall unterstützt und gleichzeitig so ein guter Damage-Dealer ist, dass man damit sowas kompensieren könnte. Aber meine Empfehlung hat es trotzdem nicht. Also tatsächlich ist in meinen Augen eins der billigsten und besten Teams,
Tatsächlich dieses. Man könnte sonst noch auf ein Stahlteam tatsächlich gehen, bestehend aus Kobalium, indem man den Opfereffekt nochmal mitnimmt. Im Midgame ist das natürlich sehr geil. Im Late Game wird dieser Opfereffekt natürlich sehr oft durch Wundsterne etc. gecountert, aber könnte man machen. Oder man geht sogar auf Hörtmagerner oder ein Stahlakeros, indem man einfach den Gegner die Buffs klaut etc. und mit dem Stahlakeros einfach euer Sun noch ein bisschen boostet. Das sind alles so Teamvorschläge, die könnte man spielen. Wenn wir jetzt auf das Duo-Team gehen, welche Sets würden wir da nehmen? Und welche Items? An sich würde ich bei Lunala tatsächlich auf Damage gehen. Wenn man sich dafür entscheidet, dieses Team in Kombination zu spielen, dann sollte man Lunala definitiv pushen. Der Push sollte bei Lunala auf Damage gehen, weil Damage ist das Einzige, was es überhaupt kann. Und wenn man den nicht pusht, dann ist Lunala halt einfach nur verschwendete Mühe. Bei Sun würde ich es wenig anders machen. Ich würde bei Sun tatsächlich auf Flinklaue gehen oder auf Überreste. Beides hat in meinen Augen ziemlich großes Potenzial. Man kann auf Damage gehen. Definitiv. Man könnte auf Damage-Trage-Items gehen, wie, was weiß ich, Kampfband, Metallmantel etc. Könnte man alles machen. Tatsächlich finde ich das aber ein bisschen verschwendet, weil Sun eigentlich extrem stark ist und im Worst Case gegen ein Kyurem eigentlich nur dann verliert, weil es zu schlechte Verteidigung hat, nicht weil es die nicht besiegen kann. Demzufolge würde ich tatsächlich eher auf die Verteidigung gehen. Bei den Ribbon würde ich bei Sun auf das prächtige Band gehen. Weil es den Kontoschaden erhöht von ihm selbst, sprich die Chance, ein Kyurem zu besiegen, ist extrem hoch. Und gleichzeitig reduziert es den erlittenen Kontoschaden, sprich die Chance, von einem White geone-shottet zu werden, ist extrem niedrig. Bei Lunala ist es ein wenig anders. Hier würde ich tatsächlich eher auf den normalen Schaden gehen. Also hier würde ich eher auf das Expertenband gehen. Oder vielleicht sogar auf ein supportendes Band, aber ich würde eher das Expertenband empfehlen, weil das Expertenband im Endeffekt dasselbe macht. Es erhöht den Spezialangriff und Angriff und es senkt den Schaden der erlittenen Fähigkeiten. Da Lunala meistens keinen Konterschaden macht, ist es hier nicht unbedingt lukrativ, Konterschaden zu boosten. Ansonsten bei den Sets ganz klar: Lunala braucht ein Ho-Oh-Set. Lunala ist halt nur so lange useful, wie es auf dem Feld ist. Es muss überleben. Solgaleo ist da ein bisschen flexibler. Solgaleo sollte eigentlich ein Donnerset kriegen, weil wenn man doppelt angreift mit Photongeysir und das Donnerset triggert, macht das übertrieben viel Damage. Wenn man den Gegner nicht schafft und der Gegner einen One-Shottet, könnte man auch ein Ho-Oh-Set spielen. Ansonsten als Alternativen könnte man ein Kriegerset spielen auf beiden oder auch ein Spannkraftset. Tatsächlich würde ich ansonsten auf Lunala ein Ewigkeitsset spielen, einfach damit es überlebt und auf Solgaleo dann eher das Spannkraft-Kriegerset. Aber ganz ehrlich, wer dieses Team sich kauft auf der deutschen Version, der muss dann auch einfach in die Tasche greifen und sich die guten Sets kaufen. Anders ist es einfach verschwendetes Geld. Meine Meinung. Genau. Bei den Sphären sieht es ungefähr gleich aus. Hier würde ich entweder auf die Mysteriöse gehen, weil die Mysteriöse einen Doppelangriff triggern kann, was Sun extrem zugutekommt. Oder die Phantom. Weil die Phantom hat eine Chance, dass man auch doppelt angreifen kann. In Kombination mit Mewtwo kann es eventuell sein, dass Sun vielleicht dreimal angreift und dreimal Photongeysir hintereinander gibt halt alles weg. In Kombination mit dem Donnerset, das ist insane. Es ist zwar alles ein Glücksspiel dann, aber es ist extrem gut. Genau. Das wäre so meine persönliche Pushweise. Wie gesagt, ich werde auf die Werte etc. jetzt nicht unbedingt eingehen. Wie gesagt, da hat mich Lino drum gebeten. Wundsterne werde ich jetzt in dem Moment auch nicht zeigen, aber ich denke, es ist klar, man sollte ja auf Konterschaden Wundstern gehen für Stahlattacken und für den Konterschaden. Und man sollte eventuell auch auf den Wundstern gehen, der nach 5 Runden eure Verteidigung boostet. Wie gesagt, ein guter Mix bei Verteidigung und Angriff ist bei Sun wirklich extrem stark. Es ist eines der wenigen Pokémon, was von beiden profitiert. Bei Moon würde ich tatsächlich dasselbe machen, damit Moon eventuell auch lange überlebt. Aber ich zeige euch, wie gesagt, jetzt nochmal in Action das andere Team und in meinen Augen hat es einfach genau dieselbe Daseinsberechtigung wie ein Sun-Moon-Team. Nur, dass es halt nur aus Sun besteht.
Dazu gehen wir jetzt noch mal genau gegen den selben Spieler spielen. Und man hat es ja vor uns schon gesehen, Moon hat eigentlich ja nichts gemacht. Moon hat lediglich die Verteidigung gebufft und der Rest war relativ nutzlos. Es hat mal zweimal Photongeist hier geworfen, was jetzt nicht krass viel Damage rausgehauen hat. Und den Rest hat Sun alleine gemacht. So. Wir werden jetzt auch hier wieder sehen, Sun wird alles alleine machen. Schutzgeister clear ist wie immer weg. Der Damage ist da. Wir buffen ein einziges Mal. Latios und Latias Aufgabe ist getan. Alles, was sie jetzt noch machen, ist schön, aber müssen sie nicht machen. Photongeist ist das erste Mal getriggert. Wir werfen mal unsere Sphäre. So, sind direkt nochmal dran. Ihr seht, durch die Sphäre können wir sie jetzt schon clearen. Ich mache es mal nicht, damit ich es noch ein bisschen demonstrieren kann. Wir setzen erstmal unsere Ulti ein. Hier buffen wir uns von mir aus jetzt nochmal. Ich will es jetzt mal nicht besiegen. Theoretisch wären Latios und Latias schon lange tot. Wir hätten jetzt noch zweimal Mewtwo werfen können. Und ihr seht schon, er schafft es definitiv nicht, unser Sun zu töten. Wir können hier die Q-Rooms einfach easy wegulten. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal noch gegen einen deutlich stärkeren Gegner an. So, wir gucken uns das Ganze jetzt mal noch gegen einen deutlich stärkeren Gegner an, wo wir eigentlich gar keinen Stich sehen. Ihr seht, unter 50% gedroppt. Latios und Latias haben uns in dem Moment halt gesaved und sie haben halt Mewtwo Support getriggert. Zweimal. Was tatsächlich ziemlich nice ist. So. Jetzt machen wir das Ganze. Wir werfen den Flutorden, weil wir direkt mit der Ulti auf beide gehen wollen. Wer von euch hat mal die größere Verteidigung? Ich will einfach mal jetzt gucken, wer der Damage. 350, so. Eigentlich sollte man auf White gehen. Wenn White raus ist, hat halt Sun die besseren Chancen. Komm, scheiß drauf, wir gehen einfach mal auf White. Und ihr seht, wir machen schon extrem viel Schaden. Wenn wir jetzt durch den Mewtwo Support mit ein bisschen Glück ein drittes Mal dran gewesen wären, hätten wir eventuell ihn sogar töten können. Nur als dummes Beispiel. Die Kraft ist halt einfach viel zu groß. Also, das hätte jetzt so oder so nicht geklappt, aber bei kraftmäßig gleichen Verhältnissen wäre das sehr gut machbar gewesen. Und das in meinen Augen hat dieselbe Daseinsberechtigung wie ein Sun and Moon Necrozma. Ich hoffe, dieser kleine Einblick zu diesem Team hat einigen weitergeholfen. Wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, es ist viel zu teuer für die deutsche Version. Wenn man es sich unbedingt kaufen möchte, weil man ein Fan davon ist oder es einfach nur Bock macht und man es spielen möchte, dann meine Empfehlung, kauft euch nur Sun. Sun allein ist extrem stark, auch immer noch sehr metabezogen und ignoriert Moon. Es spart euch Geld, Nerven und ja, vieles andere, Push etc. Deswegen, ich hoffe, das Video hilft einigen weiter und ansonsten findet ihr alles immer wie unten in der Beschreibung. An dieser Stelle dann nochmal danke an Lino, dass ich auch in deinen Account gucken durfte. Und ja, da würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.